Ja, Martin, ein spezieller, ein besonderer Tag heute. Wir sind hier im Profi-Camp bei der Eintracht und du hast dich dazu entschieden, deine Profikarriere zu beenden. Warum? Was sind die Gründe dafür? Erstmal Hallo an alle Eintracht-Fans. Die Gründe sind gereift im Herbst, als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe. Bin ich morgens aufgestanden, haben mal gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Und da sind die ersten Gedanken angefangen und dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung, vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege, haben sie aber nicht mehr so richtig angefühlt, wie sich's anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war doppelt und dreimal so schlimm und das hat dann nicht mehr gestimmt. Also die Waage war nicht mehr okay. Ich habe mich über einen Erfolg nicht mehr so extrem freuen können und das hat mir selber leid getan. Natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so? Was ist mit mir passiert? Und eigentlich in Barcelona, wo wir eigentlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben. Da war es so, dass ich habe mir zwar mega gefreut, es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, boah, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den Sieg holen in Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt. Und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, nach dem Europa League-Sieg aufzuhören. Spürst du jetzt für dich persönlich auch ein Stück weit Erleichterung irgendwo? Ja, natürlich, in den 3 Monaten war es natürlich immer so, ist es jetzt wirklich dein Entschluss? Wirst du es mal bereuen? Sagst du in einem halben Jahr, Mann, warum habe ich das gemacht? Also ich habe schon mit mir einige Wochen gekämpft, muss ich ehrlich sein. Obwohl der Entschluss dann im Nachhinein immer gefestigt war, weil er einfach ins letzte Jahr zurück, was eigentlich das Beste, was ich je in meinem Leben gehabt habe. Aber für mich persönlich nicht mehr, vor allem privat gesehen, wenn ich nach Hause gekommen bin oder so, nicht mehr ganz so glücklich war darüber. Und in dem Moment, und wenn ich so an das zurückgedacht habe, dann war es für mich eigentlich immer, ja, leider immer klar, dass es jetzt wirklich Zeit ist, aufzuhören für mich. Natürlich mit dem Höhepunkt Europa League Sieg war es einfach nochmal das Beste, was man passieren können. Und da geht es nur Danke zu sagen, dass man so aufhören kann. Du hast ja nach Saisonende in deiner Heimat Kärnten den Hinti Cup organisiert in Sirnitz. Da gab es auch viel Wirbel drumherum. Wie bewertest du das? Ja, grundsätzlich habe ich es so richtig gemerkt, dass ich wieder nach Frankfurt gekommen bin, dass das halt in Frankfurt und vor allem in Deutschland schon ein großes Thema geworden ist. Das war mir in der Zeit in Österreich nicht so bewusst. In der Hinsicht muss ich mal wirklich sehr entschuldigen, weil ich in der Hinsicht hätte ich wirklich mediale Beratung gebraucht und Hilfe. Und ich hab das total unterschätzt. In der Hinsicht muss ich mich wirklich, also wirklich in aller Form entschuldigen. Ich glaube, ich habe in Frankfurt, weiß ich, wie viele tausend Leute kennengelernt, im Restaurant, im Park, auf der Zeil, im Shoppingcenter. Also ich habe mit so vielen Leuten da geredet. Und ich glaube, jeder weiß genau, wie ich bin und wie dick. Und dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun habe. Und das möchte ich ja nochmal hier ausdrücklich sagen. In der Hinsicht, also ich habe Eintracht wirklich 3,5 Jahre gelebt, wie der Verein lebt. Und ich glaube, nur dann kann man so werden, wie ich geworden bin. Und das hat auch jeder gespürt. Und ich habe Eintracht gelebt. Und so wie Eintracht auch gegen die ganzen Rechten ist, gegen alles, was Hetze, Diskriminierung ist, da habe ich mich natürlich extrem angeschlossen. Und ich habe immer so mitgelebt. Und ich werde bis zu meinem Tod genauso weiterleben. Und deswegen möchte ich mich für meine medialen Fehler, was ich ja gemacht habe, entschuldigen, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das war überhaupt nie meine Intention. Und jetzt nochmal ausdrücklich wirklich nach der Entschuldigung sagen, also ich habe die Eintracht gelebt mit allen ihren Werten und die werde ich bis zu meinem Tod weiterleben. Wie geht's jetzt für dich persönlich weiter? Ja. Natürlich habe ich schon das eine oder andere vor. Ich denke erstmal wirklich die nächsten Tage, Wochen mal komplett abschalten und die Entscheidung in mir reifen lassen und wirklich mir selber damit abfinden, weil jetzt ist schon viel Ballast von mir gefallen. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr happy, dass es jetzt genauso gekommen ist, wie es gekommen ist, weil es wirklich sehr, sehr schwer weitergegangen wäre und das wäre nahezu
unmöglich gewesen. Und deswegen werde ich jetzt die Entscheidung in mir reifen lassen. Ich werde natürlich viel Hubschrauber fliegen, ich werde mich da bestmöglich ausbilden und hoffentlich den ein oder anderen Eintracht-Fans dann an Bord begrüßen. Abschließend, Hinti, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch eine Botschaft an die Fans, gerne direkt. Schauen viele tausend Eintracht-Fans jetzt dieses Interview? Ja, ich glaube, ich habe es sehr, sehr oft betont und werde es immer weiter betonen. Die Zeit, was ich da gehabt habe, war Weltklasse. Ja. Wie ich da hergekommen bin, wie ich empfangen worden bin, ich erinnere immer noch gern zurück an den Empfang im Stadion, wo ich fix so hergewechselt bin. Da, wie gesagt, da kriege ich heute noch Gänsehaut. An jedes einzelne Tor, an was wir alles erlebt haben, also in dieser recht kurzen Zeit, eigentlich 3,5 Jahre, wo wir überall waren, wo wir hingereist sind, was wir alles erlebt haben, vor allem im Stadion, aber was ich ja mit sehr, sehr vielen von euch ja privat, wie gesagt, im Restaurant, in der Bar, in der Kneipe, überall erlebt habe, war wirklich einzigartig. Ich muss wirklich ein riesen Dankeschön sagen an alle. Es war für mich eine große Ehre. Ich habe es mir eigentlich alles gegeben, wovon ich immer geträumt habe, wovon ich mit 4 Jahren angefangen Fußball spielen, mit 10 Jahren, mit 12 Jahren habe ich immer geträumt genau von sowas, und ich habe es mir in die 3,5 Jahre, habe es mir genau das gegeben, wo ich als Kleinstkind geträumt habe. Und dafür möchte ich einfach nur ein riesiges Dankeschön sagen. Ich werde immer wieder in Frankfurt sein. Ich werde, denke ich, da sehr, ja, das auch weiterhin leben. Ich werde sehr, sehr oft im Stadion sein. Ich werde mega Fan werden. Ich werde sicher zu dem einen oder anderen Auswärtsspiel mitreisen. Und in der Hinsicht möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Es war mit die geilste Zeit in meinem Leben. Und ich werde immer mit großer Dankbarkeit und mit großem Stolz und mit einer vor allem einer Ehre zurückblicken. Und danke. Hinti, danke dir für alles und alles, alles Gute für dich. Bleib gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Frankfurt. Danke, ihr auch.